La, la, la. Gut gemacht. Bewerten. Ach so, selbst die Nachrichten werden übersetzt, okay. Hurra für Sieg. Ja. Und das war ein Einwegweg. Und ich wollte die Nachricht lesen. Umschalten, Nachricht lesen. Truhe! Ja, das ist vollkommen richtig. Ritualband des Südens. Oh, warte mal, diese Süden- und Norden-Sachen, das waren alles magische Dinge, richtig? Genau, das haben wir schon mal, aber als plus eins. Ja, okay. Nett gemeinte Geste, aber brauchen wir nicht wirklich. Oh, ein Leuchtfeuer. Monster wird benötigt und dann versucht Geheimfahrt. Ach, da geht's weiter. Das mit Monster wird benötigt klingt komisch. Also irgendein Secret, was man. Oh. Ich probier mal was. Hey. Auch wenn es so aussieht, da unten geht's nicht weiter. Dieser Mooshaufen, da ist ja das wäre ein Steg, der vorsteht. Vorsteht. Aber, nö, anscheinend nicht. Und ich hab das. Ah doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Leuchtfeuer nicht richtig berührt. So. Hunde. Viele Hunde. Ich könnte eventuell snipern. Aber komm, das probiere ich mal so. Ich mach dich an. Ich hoffe, die gehen durch die Leiter nicht weg. Runter. So, zwei habe ich schon mal weg. NPC-Invasion. Ja, okay. Ja, ich will erstmal eigentlich nur weg. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nee, 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 nee. Hunde müssen weg. Danach können wir kämpfen, Junge. So, jetzt ungefähr. Au. Und Quatsch. Jo. Finstergeist von Sünder Worgel wurde besiegt. Loot? Kein Loot. Oder bist du da, der Loot von vorgeschickt? Du bist ein Loot vom Hund. Ja, ist eine Hundeseele. Schade. Festungsschlüssel. Das klingt schon mal sehr gut. Schlüssel voraus. Richtig. Hurra für Leichtsinn. Ist da jemand runtergesprungen, hat die Nachricht geschrieben, oder wie? Falchion. Zauber. Oh, warte mal. Ausrüstung. Du brauchst 9 Stärke, 13 Dex. Wäre erst ein schickes Upgrade, aber wie gesagt, wir gehen jetzt eher in Richtung Hexerei. Da werde ich nicht die Punkte überhaben für sowas. Also vorerst zumindest nicht, später vielleicht irgendwann. Nirgendwo eine Geheimwand? Nö. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Wofür ist jetzt allerdings der Festungsschlüssel? Hatten wir hier in dem Gebiet. Also mit dem Dreierboss und mit Straight und so weiter. Hatten wir hier irgendwo noch Türen, die wir nicht aufbekommen haben? Kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Ne, da ist auch nix. Ah, und hier geht's nicht zurück. Okay, ich musste irgendwo was übersehen haben. Auch wenn ich keine Ahnung habe, genau was. Ist da unten was? Ja, tot. Okay. Finstergeist voraus. Ja, unten ist aber keine Tür. Ist da oben vielleicht ein Secret? Nee.
Das heißt, ich soll nur mit dem Leuchtfeuer rauskommen, oder wie? Was sagt der Schlüssel? Sprich mit mir, du. Festungsschlüssel. Schlüssel zu den Zellen der verlorenen Festung. Vor langer Zeit begann ein Festungsheer, ob der raschen Ausbreitung des Fluches im Lande verzweifelt, jeden Untergebenen als Träger des Fluches anzusehen. Und so sperrte er sie massenhaft ein. Das ist ja auch Gerogon 1 passiert, ne? Die gesamte Festung wurde zu einem Gefängnis, die man wie seinen Insassen der Verrottung überließ. Okay, dann könnte es sein, dass der Schlüssel jetzt für die Zellen sind, die wir bei der Festung der Sünderin hatten. Oder des Sünders, der Lost Sinner. Haben wir dafür einen Sprungpunkt? Ja, ich glaube schon. Das Salzfort. Das hieß auf Englisch irgendwie cooler. Aber ich glaube, das müsste das sein. Da war der Boss mit dem langen Schwert und den Parasiten im Auge. Sünderhügel. Weg. 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 Heilung. So, und hier ging es jetzt recht weit runter. Und nachdem es runterging, ging es über so eine Brücke und dann zu dem Boss. Und vor der Brücke war so eine Art kleine Festung. So ähnlich wie hier. Da haben wir hier die Brücke und auf der einen Seite so eine kleine Festung mit so einer Wehrgang oben. Und auf der anderen Seite auch. Nur war hier ein Gefängnis. Und da waren unten diese riesigen Viecher drin. Oben waren mehrere Zellen. Und ganz oben links und ganz oben rechts waren Gitter. Durch die man allerdings von beiden Seiten rankam. Was ein bisschen lächerlich war, aber ja, okay. Und ich habe hier gerade so eine Nachricht gesehen, so eine rote. Damit möchte ich mal kurz rumprobieren. Ich mache Human Effigy. Ich kann hier trotzdem keine rote Nachricht sehen. Kann ich hier dann so einen Augapfel benutzen? Überfällt die Welt der Schuldigen. Kann ich nicht benutzen. Überfällt andere Welten. Welt für Invasion konnte nicht gefunden werden. Nee. Stellt Verbindung zu anderen Welten wieder her. Nee. Duftzweig, das ist der Branch of Yore. Stellt versteinertes Leben wieder her. Davon haben wir auch noch zwei Stück. Schade. Also ich hätte gern diese roten Nachrichten mal genauer analysiert. Also ja, ich könnte es einfach googeln, aber ne, wenn man Dark Souls googelt, da kommen zu viele Informationen. Die will ich nicht unbedingt immer alle haben. Also es wäre lieb, wenn mir jemand in die Kommentare schreiben könnte, wie ich mit den roten Nachrichten umgehen kann. Was genau die bedeuten. Also ich denke immer, das ist ein anderer Spieler, der PvP machen möchte. Gabusch, gabusch. So. Du musst einmal hoch. Meep. Also ich könnte eventuell einen der Ringe anziehen. Bei der Katze gab es Ringe zu kaufen, die dafür sorgen, dass man eher angegriffen wird. Da hatte ich denen gesagt, nee, lass mal. Also zwischendurch könnte das interessant sein. So, klick. Da wo ich jetzt übrigens hingehe mit Alana, wollten wir uns eh noch genauer umgucken. Denn wir sind ja letztes Mal noch durchgerusht. Primär wegen den großen Viechern. Das könnten wir jetzt ja mal ein bisschen genauer uns angucken hier. Das heißt, ich aktiviere mal dich. Ich wechsle mal auf die Hand. Okay, Feuer macht keinen Schaden, wenn der Gegner im Wasser ist. Das ist halbwegs sinnvoll. Okay. Hier müsstest du jetzt aber Schaden machen, oder? Nee.
Die sind einfach komplett Pyromantie immun. Das ist nicht schön, wenn man hauptsächlich Pyromant wäre, ha? Huh? Komm, dich pingen wir einfach tot. Ping, 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 ping. 1600 Seelen. Davon gab es hier mindestens noch einen. Okay, gucken wir uns aber erstmal hier um. Wände sind alle ganz schön eckig, also scheint es hier keine Secrets zu geben. Jedenfalls da nicht. Die hier ist glatt. Ne. Okay, das ist die Zelle, wenn man reinkommt. Links. Gucken wir uns die Zelle, wenn man reinkommt. Rechts. Die Wand, da sieht gut aus. Jo. Oh, Viech. Au. Ach du Kacke. Okay, lauf, lauf, lauf. Weg. Trink. Geh weg hier. Warum habe ich da Licht im Rücken? Muss irgendein Fenster sein. Da ist kein Fenster. Das muss ich mir gleich angucken. Lauf, 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 lauf. Ach so. Oh. Da will ich glaube ich nicht hin. Das sieht mehrig aus. Wobei, wenn es ein Secret ist, wird da irgendwo Boden sein. Es wäre komisch, wenn man eine Secret-Wand aufmacht und dann ist da nur der Tod. Du darfst dich hier in den Tod stürzen. GZ. Na komm, mach kaputt. So. Hossa. Der da hinten ist noch nicht aggro. Okay. Also. Ich sehe da hinten Blutflecken. Das ist schon mal ein guter Indikator. Eine Leiche ohne Loot. Eine Leiche mit Loot. Ritualband des Nordens und Blutungsgestein. Die des Nordens Geschichte werden wir schon haben, hm? Ja, wir haben jetzt Norden plus ein, Süden plus ein, Norden und Süden. Ich glaube, das Spiel will, dass wir diese Ringe bekommen. Können wir noch irgendwo aufmachen? Naja. Okay, du auf. Du. Ich höre schon das Kleinvieh klimpern. Au. Raus hier. Heilen. Mal dich. Und kaputt. Au. Bot. Jetzt. Okay. So, die Wände hatten wir gecheckt. Was ist hiermit? Nix. Nix. Das Kettenrasseln höre ich. Ja, hier waren diese Selbstmörder. Die sind oben in den Zellen. Au. Hallo. Ich sehe dich. Sehe ich immer noch. Das war knapp. Ich sollte auf die schnelleren Pfeile umstellen. So. Kein Secret, kein Secret, kein Secret. Nö. Sehen nicht so schön aus wie die eine Wand da hinten. Die war richtig schön auffällig. So, hier ging es hoch und da ging es hoch. Weg. Weg. So, hier waren wir schon drin, aber ich glaube, hier war nichts. Ne. Das Ding haben wir nicht aufbekommen und das Ding haben wir nicht aufbekommen. Jetzt geh auf. Ja, sehr schön. Das wäre auch ein bisschen doof gewesen, hätte ich mich getäuscht und der Schlüssel wäre wohl ganz anders gewesen. Feuersamen. Oh, sehr gut. Dann können wir die Hand wieder aufstufen. Ja, wozu das jetzt da ist, habe ich keine Ahnung. Also ja, wir können jetzt hier runtergehen. Auf der anderen Seite wieder hochgehen. Das hier aufmachen. Und dann machen wir uns die Füße nicht nass. Aber das ist jetzt nicht so wirklich wichtig genug für einen Schlüssel, oder? Hier waren wir auch schon drin. Scheinbare Wand voraus. Das ist eine schlechte Übersetzung.
Naja, also man weiß, was gemeint ist, aber es klingt komisch. Ja, also bisher scheint der Schlüssel... Ach, unten sind noch Zellen, ne? Ja, hoffentlich ist da unten in den Zellen was, wo man nur mit dem Schlüssel rankommt. Weil bisher wäre der Schlüssel sonst nur für die Zelle da gewesen.